merkst du auch diese Freiheit im Internet. Beim Browsen. Viel weniger Werbung. Fast. Ab heute tritt eine neue Regelung der Coalition for Better Ads in Kraft. Es werden sogenannte Mid-Rolls stark limitiert. Was das bedeutet, nach dem Intro. Moin moin Markenbauer. Ich bin Julian, das ist Video for Brands. Dich und deine Marke erfolgreich zu machen, ist meine Mission. Die Coalition for Ads ist ein Zusammenschluss verschiedener großer Player im Internet, die sich selbst Regeln auferlegen, um das Internet ein bisschen freundlicher zu gestalten. Denn wir erinnern uns, zu viele, zu nervige Ads haben zu einer starken Nutzung von Adblockern geführt. Die Coalition for Better Ads hat jetzt auch auf den Videomarkt stärker eingegriffen. Ganz konkret geht es um Mid-Rolls vor kurzem Content. Mid-Rolls. Mid-Rolls sind Werbeanzeigen, die in der Mitte eines Videos stattfinden. Also nicht vor dem Video, nicht nach dem Video, das du dir angucken möchtest, mittendrin. Besonders beliebt sind das natürlich bei langen Videos in Mediatheken, wo wie bei einem TV-Spot ganz natürlich Werbung innerhalb eines Videos kommt. Hier ist vor allem sogenannter Short-Form-Video-Content betroffen, also Videos, die kürzer als 8 Minuten sind. Hier dürfen jetzt also keine Mid-Rolls mehr stattfinden und Pre-Rolls, also Werbung davor, die länger als 30 Sekunden ist, soll es auch nicht mehr geben, es sei denn, man kann sie nach 5 Sekunden überspringen. Kurze Randnotiz, sogenannte Overlay-Ads oder Display-Ads, die sich auf ein Video legen, werden auch verboten, wenn sie im mittleren Drittel des Videos liegen oder mehr als 20% des Videoscreens bedecken. New World. Ich persönlich halte diesen Vorstoß per se für sehr gut und richtig, dennoch gibt es Kritik an dem Vorgehen der sogenannten Coalition for Better Ads, denn diese wurde sehr zentral von oben aufgesetzt und die einzelnen Märkte haben ihre Eigenheiten im Markt gar nicht so stark einbringen können. Kritikpunkt ist auch, dass GAFA, also die großen Internetunternehmen, besonders stark profitieren. Woran merkt man das, dass das hier jetzt keine große Freiwilligkeit hat, ist daran, wie es umgesetzt werden wird. Und hier spielen die Browser eine ganz starke Rolle. Denn die Browser bringen ja im Endeffekt die Werbung von dem Server zu dem User und können sie entsprechend auch blockieren. Spannend ist auch, wie das Ganze vorgenommen werden soll. Denn eigentlich handelt es sich bei Coalition for Ads ja um eine freiwillige Teilnahme, die aber so ein bisschen aufgedrückt wird. Schauen wir uns hier einmal ein Zitat von einem AdSign-Artikel an. Link dazu seht ihr hier auf der Folie und die Folie kriegt ihr for free bei mir auf der Homepage. Link in der Infobox. Dann sehen wir, dass auch Nicht-Mitglieder gezwungen werden, dass Google Chrome als Browser diese Ads erkennt, dann erst eine Ermahnung schickt und dann sämtliche Anzeigen auf der Seite blockiert. Also nicht nur ein bisschen, sondern sämtliche. Das ist ein ganz schön krasser Einschnitt. Es wird noch ein bisschen krasser, wenn wir uns anschauen, wie stark die Marktdurchdringung von Google Chrome ist. Weltweit bei 68%. Das ist schon keine freundliche Bitte mehr, das ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass man sich an die Regeln zu halten hat. Ich finde die Regeln per se richtig, aber wir merken hier schon, wo die Marktmacht gerade liegt. Und die eigentliche Nachricht ist, dass noch fast 4% den Internet Explorer benutzen. Mir kommt das noch ein bisschen vor, wie wenn ich meinen 3-Jährigen abends ins Bett bringe. Ich bitte ihn zwar höflich, gehe jetzt ins Bett, aber so richtig optional ist es nicht. Dann gibt es noch ein bisschen Geschrei und Gezetere, aber am Ende liegt er am Bett, ich mache das Licht aus und die Tür zu. Und so schaltet hier auch der Browser die Ads einfach ab. Die Idee dahinter ist ganz einfach und auch sehr richtig. Wir sehen hier die Entwicklung der Adblocker-Nutzung in Deutschland und sie ist zumindest stabil. Der Trend wird weiter dahin gehen, dass es mehr Videocontent geben wird und somit auch hoffentlich mehr Video-Werbung. Denn auf dem Markt ist es jetzt so, dass wir deutlich mehr Nachfrage als Angebot sehen im Vergleich zu anderen Werbeformen. Und hier soll jetzt wahrscheinlich am Anfang direkt eine Grundlage gelegt werden, bevor das ganze Ding noch weiter wächst, dass der User gar nicht erst wieder auf die Idee kommt, einen Adblocker zu installieren. Denn gerade Online-Video-Werbung ist ja schon eine durchaus sehr aggressive Form der Werbung. Denn 30 Sekunden erzwungener Werbekontakt
ist zwar wirklich ein hochqualitativer Werbekontakt auf den meisten Premium-Umfeldern, aber er ist auch lang und er ist erzwungen. Egal wie erlernt das Format ist, man kann es durchaus aus verschiedenen Blickwinkeln sehen und es ist ein erzwungener Werbekontakt, der 30 Sekunden dauert. Ich fasse für mich zusammen, ich finde die Regeln gut, ich finde sie richtig. Irgendwoher müssen diese Regeln kommen, dennoch sollte man es wahrnehmen, dass da gewisse Regeln durchgedrückt wurden. So würde ich es für mich erklären. Ich würde mich natürlich extrem interessieren, wie du es siehst. A, als User und vielleicht auch als Marktteilnehmer. Gut, schlecht, hat Gaffer da wieder seine Meinung durchgedrückt? Waren die einzelnen Märkte zu schlecht oder gar nicht integriert? Kommentar da lassen, ich würde es mega spannend finden, hier mit dir drüber zu diskutieren. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Wenn du auf YouTube noch nicht abonniert hast, tu das direkt. Wenn wir auf LinkedIn noch nicht vernetzt sind, direkt nachholen. Hörst du das hier als Podcast, dann einfach auch abonnieren. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin Julian und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.